bis man auch teilweise durchblickt, was ein Vor- und Nachteil sein kann. Aber ich persönlich mag es halt sehr gerne. Und ja, ich finde halt für den Preis kriegt man halt auch wirklich gute Qualität. So. Ja, und auf jeden Fall eine lange Unterhaltung. Genau. Ich meine, das sind jetzt ja nicht nur knapp 9 Euro für eine halbe Stunde Lesen, sondern auch. Man muss halt eben auch lange lesen. Farbseiten sind auch enthalten. Genau. Ja, also ich hatte halt eben jetzt nur persönlich mit dem zweiten Band halt eben ein bisschen Probleme gehabt, in der Hinsicht, dass halt eben sehr viele Geschichtsstränge gleichzeitig passieren. Es sind ja wirklich 8 Szenarien zu ganz anderen Zeitepochen, mehr oder weniger, die da passieren. Und überall spielt eben auch dieses Billybett dann eine Rolle. Und deswegen fand ich es persönlich im zweiten verwirrend und man überlegt so, okay, was ist jetzt an welcher Story wichtig? Mhm. Aber trotzdem, obwohl ich halt eben jetzt etwas durcheinander war wegen dem zweiten Band, muss ich sagen, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht, denn wie hängen diese 4 Geschichten miteinander zusammen? Ja, also es sind ja wirklich ganz andere Epochen, also nur als kleiner Ausschnitt geht es halt eben wirklich sogar zu Jesus Christi zurück. Ja. Und das ist schon etwas sehr verrückt, aber mehr gibt's nicht. Genau, ja. Also mir ging es ähnlich, aber ich kenne also auch die Sachen des Zeichners, die Werke kenne ich schon und ich weiß, da kommt jetzt ein bisschen mehr im nächsten Band. Der nächste kommt bald raus, ich weiß nicht genau das Datum, aber der dritte ist bald da. Mhm. Und ich bin auf jeden Fall gespannt und vertraue auch auf den Zeichner, dass da, dass sich das nach und nach löst, was da angeschnitten wurde. Also ich würde es mir auch jetzt mal weiter gucken, denn wie gesagt, war interessant. So. Gut, dann haben wir noch einen. Reicht mal rüber. Samurai Drive Band 3. Ja. Genau. Das ist jetzt mal was ganz anderes. Auf jeden Fall mehr so Fanservice, oder? Ja, also grundsätzlich ist es halt eben Action-Genre und bei Tokyopop hier erschienen. Und ist halt eben wirklich ein Genre, was ich persönlich jetzt nicht so oft kenne, dadurch, dass es, wie du schon sagst, sehr viel Fanservice gerade für Frauen bietet, weil alle Typen durchweg wirklich gut aussehen und auch schön trainiert sind. Erzähl mal. Genau, erzähl mal, hier aber kurz auf dem Cover auch zu sehen. Genau, sieht man erstmal das Cover. Aber worum geht es denn da zum Beispiel? Also damit auch die Zuschauer wissen. Ja, also hier geht es jetzt um auch Japan eben wieder, wo das Waffenrecht nicht abgeschafft wurde von Samurai-Schwertern. Mhm. Und manche Familien oder auch eben einzelne Personen haben noch das Privileg, ein Schwert mit sich führen zu dürfen. Wie gesagt, ist auch schon der dritte Band der Reihe. Und im ersten hat es auch angefangen, dass eben 2 unterschiedliche Charaktere, Schüler aufeinander getroffen sind, die eigentlich schon die ganze Zeit in einer Klasse sind, aber sich nie richtig beachtet haben, mehr oder weniger. Und die aber trotzdem gleiche Moralvorstellungen haben und eben auch grundsätzlich durch die ganze Story hinweg auf der Suche sind nach einer Antwort auf einen Todesfall oder einen Mord, der vielleicht sogar passiert ist. Und, die Hauptfigur Haruma hat eben sein Lehrer wurde ermordet. Genau. Er versucht da irgendwie herauszufinden, also die Ehre des Kriegers wurde da sozusagen verletzt, denn deren Ansehen ist natürlich jetzt gesunken, ja. Ja, das ist auch wirklich so, dass auch nicht jeder dem glaubt, sondern es kann halt wirklich auch ein Mord gewesen sein, weil er wohl selbst Morde begangen hat. Das ist, wie gesagt, so der rote Faden der Geschichte. Mhm. Drumherum passiert halt eben sehr viel, gerade mit diesem Hauptcharakter, dass er Freunde dazu gewinnt und eben auch den Wert von Freundschaft hier zu schätzen weiß. Trotzdem ist es halt eben schon ab und zu etwas sehr durcheinander, ne? Mhm. Also, dass man sich auch fragt halt eben, ja, warum wurde jetzt das Waffengesetz nicht abgesetzt? Wurden Waffen nicht verboten, so rum? Ja, ja. Und, denn es sind halt eben wirklich nicht nur halt eben ehrenhafte Krieger unterwegs, sondern auch halt eben Rüpel, die wirklich dann von ihren Waffen Gebrauch machen, wie es nicht ganz rechtens sein sollte. Also, für mich war das auch so, dass die Hauptidee, die Grundidee, dass dieses Waffengesetz das Schwert nicht abgeschafft wurde, war sehr interessant. Und auch die Entwicklung des Charakters Kokonoe im ersten und zweiten Band fand ich sehr interessant. Also dieses, das leitet halt, habe ich gedacht, so ja, jetzt geht's richtig los in Band 3. Und Band 3 selber war ich nicht so, ich weiß nicht, also es hatte mir nicht genügend Tiefe. Denn es wird viel auch mit diesen hübschen Jungs, die lustige Sachen manchmal so ein bisschen witzeln und so. Und hier geht es hauptsächlich auch irgendwie um so ein Schulfest, wo ich dann dachte, so naja, im Großen und Ganzen, dieser Story ist ja, es ist ein bisschen größer angelegt. Mhm. Dann über ein Schulfest zu reden, fand ich dann ein bisschen blöd. Ja. Und dieses, alle sind irgendwie so zwischen 15 und 20 und hübsch und nur die tragen Schwerter. Ja. Das sind dann Dinge, wo ich dann denke, so, naja, es ist mir persönlich ein bisschen zu oberflächlich. Aber ich meine, stilistisch und so kann man eigentlich sich nicht beschweren. Es sieht schon geil aus. Also gerade die Optik hat mich da jetzt auch am meisten angesprochen. Dadurch bin ich überhaupt auf das Projekt erst aufmerksam geworden, also die Geschichte.
War auch genau wie du da etwas von der Story leicht ja, enttäuscht, weil ich halt eben wirklich mehr erhofft hatte, gerade wegen dem Interesse halt eben mit den Waffen da, das der Verbot. Ja, naja, also, ja. Also, muss naja, man, halt. Also ich mein, für Fans auf jeden Fall was. Wir würden es auf jeden Fall für Fans empfehlen, die wirklich auf hübsche, attraktive Boys stehen. Wo auch mal ein bisschen geslasht werden darf. Genau. Also das ist auf aber jeden auch Fall hier eher für weibliches Publikum. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut. Und dann haben wir noch den letzten Titel. Ja. Das ist jetzt dann wirklich komplett fürs weibliche Publikum. Eher. Eher. Ich meine, ich habe es ja auch gelesen. Und genau. Dazu haben wir auch noch ein paar Bilder vorbereitet. Ja. Und das ist sehr wohl Made in Love bei Carlsen erschienen. Ich denke, das Besondere hier dran, oder nicht besonders, aber was halt eben hier dran ganz gut ist, ist, dass es ein One-Shot ist, also ein Einzelband, und dass in diesem auch direkt drei unterschiedliche Geschichten enthalten sind von einer Zeichnerin. Möchtest du etwas zu den Storys sagen? Also was hat dir besonders gefallen? Oder? Ja, also ich fand, also es ist ja eine längere Story und zwei kleinere, und das Lustige ist, mir gefielen die kleinen Kurzgeschichten besser als die Hauptstory, was... Wo meint man so, naja, warum? Also diese ganze, die Made-in-Love-Story ist natürlich eine kleine Verwechslungsgeschichte, wo dann halt so ein Mädchen, die halt sehr ehrlich ist und einfach alles herausredet, was ihr in den Sinn kommt, sich in ihren Mitschüler verliebt, der dann tagsüber als Maid jobbt, so als Nebenjob. Und da gibt es natürlich dann ein bisschen Drama und so weiter. Und das hat mich nicht so ganz angesprochen, vielleicht, es war keine Kurzgeschichte, war aber auch keine lange Geschichte und es hatte irgendwie nicht genug Zeit, um sich zu entfalten irgendwie. Also, ich fand auch, dass halt eben gerade die Beweggründe der Charaktere, wie die Gefühle verändern, irgendwie da nicht so richtig begreifbar war. Also auch, genau wie du, finde ich auch, dass die Hauptstory eher eine Schwäche war im Band. Ja. Dafür fand ich aber die kurzen eigentlich sehr gut gelungen. Also vielleicht ist es auch eher so eine Zeichnersache, dass die Zeichnerin, ich weiß nicht, was sie sonst noch rausgebracht hat, aber vielleicht eher für Kurzgeschichten geeignet ist. Aber die waren beide in sich sehr gut geschlossen. Und ich finde, auch da hat sie alles auf den Punkt gebracht. Ja, ich fand also wirklich, die zwei kleinen Sachen waren auch ein bisschen anders. Also das erste ist nach dem Feuerwerk und da geht es um ein unbeliebtes Mädchen in der Schule oder zurückhaltendes. Unbemerktes Mädchen, die dann von den beliebtesten in der Schule mehr oder weniger zum Feuerwerk eingeladen wird und dann halt entwickelt sich da was. Das fand ich unheimlich niedlich. Und ihr wisst ja, dass ich eher auf so harte Sachen stehe und dachte, ach, das ist ja eigentlich ganz nett. Ja. Und die andere Story ist My Hysterical Girl. Da ist die Hauptfigur ein Mädchen, die ein bisschen unangenehm ist, also sehr eifersüchtig. Manchmal gemein zu anderen Leuten und so klammert. An ihrem besten Freund so sehr klammert. Genau, die klammert an ihrem besten Freund, den sie natürlich liebt. Ja. Und also das fand ich recht... Das ist ja eigentlich noch gar nicht so bewusst. Ne? Genau, ihr selber ist es nicht bewusst. Erst als sie ihn fast verliert, merkt sie wirklich, was für Gefühle sie hat. Ja. Ist natürlich auch da wieder im Shoujo-Bereich auch etwas sehr Typisches, aber wie du schon sagtest, gerade diese zwei Stories, die kleinen, hatten auch einfach etwas für sich und kann man gut lesen. Also das ist jetzt wirklich etwas, was man perfekt bei der Fahrt zur Arbeit oder zur Schule lesen kann. Und man muss auch nicht lang sammeln, weil es ein One-Shot ist und das fand ich eigentlich recht nett. Also das fand ich angenehm, auch wenn die Titelstory mir nicht so gefallen hat. Ja, muss einfach auch keine Fortsetzung warten. Fand ich okay. Super. Ja, dann haben wir eigentlich die Mangas durch. Wir sehen uns gleich nochmal wieder, ne? Genau. Und bei uns gibt es jetzt eine kleine Pause und wir sehen uns gleich. Bis nachher. So, dann wir sehen uns gleich auch.
So, da sind wir auch wieder und bei der nächsten Rubrik. Rubrik. Ja, und das nennt sich Iro Iro, habt ihr gesehen. Das ist eigentlich japanisch natürlich, Ido Ido. Und ich glaube, ich erkläre mal, was das bedeutet, denn nicht jeder von euch kann japanisch und weiß japanisch. So, Ido Ido ist eigentlich wortwörtlich im Kanji ist das geschrieben Farbe und nochmal Farbe, also ein Wiederholungskanji. Und also es heißt so viel wie, wortwörtlich heißt es so viel wie verschiedene Farben, wird aber im Sprachgebrauch natürlich ganz anders angewandt und zwar heißt es Verschiedenes. Und in dieser Rubrik werde ich halt immer wieder mal einfach Kleinigkeiten erzählen, die ja so Verschiedenes aus allen möglichen Felden kommen, allen möglichen Teilen kommen kann. So, und heute haben wir japanische Talismane und Glücksbringer. Dazu, glaube ich, habt ihr auch schon auf Facebook, jetzt muss ich selber mal kurz gucken, gibt es da schon einen Post? Ihr könnt uns erzählen, was für Glücksbringer ihr habt, also eure persönlichen Glücksbringer. Und ich erzähle euch etwas über meine eigenen. Und zwar haben einige von euch schon erkannt bei der ersten Sendung, dass ich hier einige rumstehen habe. Also vielleicht kann man ja sehen, genau. Der hier zum Beispiel, das ist ein Daruma. Moment, Kabel im Weg. So, das nennt sich ein Daruma. Und das ist also eine Figur eines Mönchs eigentlich. Der kann auch nicht wirklich umfallen. Der ist so gebaut, dass da unten ein Gewicht drin ist, dass der nicht umkippen kann. Und das soll die Figur eines buddhistischen Mönchs sein, der meditiert. Deswegen keine Arme und Beine, weil man das dafür nicht braucht sozusagen. Also da gibt es Legenden, die sagen, die wären abgefallen bei der Meditation und sonstiges. Aber dieser Glücksbringer ist in Japan unheimlich beliebt, auch außerhalb. Wenn man den kauft, hat er keine Augen. Und der Trick dabei ist, dass man macht sich, also man nimmt den, wünscht sich was und zeichnet ein Auge ein. Und wenn dann dieser Wunsch in Erfüllung geht, zeichnet man das zweite Auge ein. Und man stellt den normalerweise irgendwo hin, wo man jeden Tag dran vorbeikommt, dass man immer dran erinnert wird, diesen Wunsch habe ich und da arbeite ich drauf hin. Und also das ist in meinem Fall natürlich auch was ganz Persönliches, das ist also mein eigener. Wenn der Wunsch in Erfüllung gegangen ist und man die Augen dann ausgefüllt hat, normalerweise muss man den dann in einem Tempel verbrennen. Und ihr wisst natürlich hier in Deutschland, wo soll ich da einen Tempel finden? Und in meiner eigenen Wohnung verbrennen geht natürlich nicht. Deswegen steht er hier, weil er natürlich auch sehr schön aussieht und wie gesagt, ganz viele Erinnerungen hat. Ich darf euch sogar verraten, was für einen Wunsch ich hatte, denn schließlich ist der in Erfüllung gegangen. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Und zwar habe ich mir gewünscht, dass ich Manga-Zeichnerin werde. Und ja, das bin ich ja jetzt auch. Und ja, ich schaue mir den natürlich immer noch gerne an. Ja, was haben wir noch? Dann hätten wir noch hier die Katze. Die seht ihr bestimmt ganz oft auch in Sushi-Restaurants oder sonstigen japanischen Restaurants am Eingang oder auch in Geschäften einfach nur Bücherläden, also japanische Bücherläden zum Beispiel, wenn ihr Mangas kaufen geht. Das nennt sich eine Maneki-Neko. Und was die macht, ist, die winkt etwas her. Und zwar meistens Glück, Geld, Kunden, Liebe, je nachdem. Also es gibt die noch in Schwarz und in Pink und in Blau neuerdings. Also die traditionellen Farben sind eigentlich Weiß, Braun, Schwarz. Aber wie gesagt, es gibt halt verschiedene Varianten. Und diese Geste der Katze ist eigentlich, also man denkt so, hä, das winkt ja eigentlich nichts wirklich her. Aber in Europa macht man natürlich so, ne? Also komm mal her. In Japan macht man aber so. Also habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen irgendwie im Anime, wenn jemand so macht, das heißt komm her. Und das ist im Grunde diese Bewegung der Katze. Und also da gibt es auch verschiedene, manchmal, ich glaube rechts ist Geld, also sie winkt dann Geld her mit rechts und mit links Kundschaft oder Leute. Und es gibt auch welche, die haben beide hoch, aber das wird dann meistens als ein bisschen zu, ja, das zu viel. Irgendwie, das ist zu viel. Man muss auch ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was man sich wünscht. Das, ja, es ist ein bisschen zu gierig. Also, ne, das ist nicht sehr beliebt. Ja, und das steht bei mir hier natürlich, weil das hat mir meine Mutter dann irgendwann mal mitgebracht. Das ist auch eine Spardose natürlich mit dem Thema Geld hier. Das hier sieht man Senmanryo. Das ist altes japanisches Geld. Und das ist mein Sparschweinchen eigentlich. Ja. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit. Eigentlich wollte ich euch zeigen, wie ein traditioneller Ta-
Talisman aussieht, den man in Tempeln kaufen kann. Aber da habe ich leider nichts von. Ich kann euch eigentlich mal kurz aufzeichnen, wie die normalerweise aussehen. Denn ich bin mir sicher, ihr habt die auch sicher irgendwo mal in Animes oder japanischen Dramas oder so gesehen. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Ganz flott. Ja, zap, zap, zap. Ja. Mal kurz. Quietsch, quietsch. Ja. Ihr könnt jetzt gerade nichts sehen, sorry. Aber 2 Sekunden noch. So. Das sieht, ja, könnt ihr es sehen? So sehen die normalerweise aus. Hier in der Mitte ist dann ein, also wird dann was hingeschrieben. Also es ist natürlich schon fertig, wenn man es kauft. Aber da steht dann meistens, ob es sich um Geld handelt oder Liebe oder was gibt's noch? Sicherheit im Verkehr gibt's. Ihr kennt das sicher auch, dass manchmal sowas für Aufnahmeprüfungen sieht man oft. Das trägt man entweder bei sich oder in der Tasche, hängt man nicht unbedingt ans Handy oder so, aber hat man meistens bei sich. Und wie gesagt, das ist dann halt so ein richtiger, offizieller, traditioneller Glücksbringer, Talisman. Und in Japan ist das natürlich sehr beliebt, auch einfach so moderne Talismane auch zu haben oder Glücksbringer, die dann halt von Freunden oder Bekannten geschenkt wurden. Und ich habe natürlich auch noch was. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Das hier ist eine kleine Mandarine. Hier. Die hat mir meine Mutter geschenkt. Und zwar ist das aus dem, muss ich mal lesen, Heian Jingu, dem Heian Schrein in Kyoto, hat sie mir den mitgebracht. Und da habe ich natürlich ganz viele Erinnerungen auch dank meiner Mutter. Das bedeutet mir ganz viel, das hängt dann an meinem Handy. Und ich habe ein kleines Äffchen, das habe ich im Jahr des Affen geschenkt bekommen. Absolut niedlich, leider ein bisschen gebraucht. Also ihr seht hier, die Fäden friemeln hier so weg. Aber naja, gut, also ja, das sind also meine. Mal gucken, ich habe hier ein paar eurer Geschichten, die lese ich mal vor. So, da sagt Oliver Gilski, sagt, ist das, ach so, Moment, ich muss mal ganz kurz mich ordnen, denn ich bin mir nicht sicher, wem jetzt was gehört. Moment, das ist jetzt verwirrend. Ich fange jetzt einfach mal hier an. So, Vivi Hartfilia sagt, ich kann nicht mehr lesen, ganz ruhig. Mein Anhänger an meiner Kette mit dem Fairytale-Gildenzeichen, weil es einfach Freundschaft und Zusammenhalt für mich symbolisiert. Oh, das ist echt schön. Ja, Freundschaft und Zusammenhalt ist natürlich wichtig. Und natürlich richtiger Anime-Fan muss natürlich Fairytale sein. So, jetzt habe ich vorhin wen angesprochen, aber weiß nicht, wem dieser Post gehört. Moment, nehmen wir das nächste einfach. Fiona Chan sagt, meinen Strohhut von meinem Luffy Cosplay. Mein größter Schatz und Glücksbringer. Mein Symbol für Freundschaft und Vertrauen. Ich sehe schon, Freundschaft ist ein großes Thema. So, dann kommt Nicole Meschede, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Mein Glücksbringer ist ein Tiger-Augenstein, da ich Zwilling und Tiger bin und der Stein zu beiden passt. Außerdem sieht er einfach nur schön aus. Ja, da muss ich dir zustimmen. Das klingt wirklich wunderbar. So, ach so, jetzt sehe ich. Okay, jetzt weiß ich, Oliver Gilski sagt, Daruma, weil ich durch ihn wahrscheinlich eine Prüfung bestanden habe, finde sie optisch sehr ansprechend. Muss ich dir zustimmen. Sorry, dass ich vorhin nicht wusste, wem der Post gehört. Jetzt weiß ich's. So, dann sagt Fabian Materna, ein Vongola-Ring aus Hitman Reborn, sorry, hatte ihn beim Kartenspielen um und ständig gewonnen. Ja, das sind auf jeden Fall sehr coole Geschichten. Finde ich super. Also jeder hat so seine eigenen Talismane und Glücksbringer. So. Denkt dran, also wenn wir schon bei Facebook sind, das Voting läuft noch, also immer schön liken, was euch am besten gefällt, damit wir nachher wissen, wer der Gewinner ist. Ja, dann kommen wir wieder einmal zu Anime.